Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich mal wieder einen richtig überkrassen Glitch für euch. Und zwar, wie ihr euch beim Müllmann-Outfit eure Arme komplett unsichtbar glitchen könnt. Dieser Glitch ist wirklich mega einfach und funktioniert in etwa genauso wie der Glitch mit dem Polizei-Outfit, was ich euch gestern bereits hochgeladen habe. Dieser Glitch funktioniert auf PlayStation 4, auf Xbox One und auch auf dem PC. Und was ihr jetzt als allererstes mal dafür tun müsst, jetzt um diesen Glitch zu machen, ist, dass ihr einen Kumpel habt, der ein VIP ist. Ihr müsst jetzt hingehen und sein Bodyguard werden. Habt ihr das dann gemacht, dann begebt ihr euch zu irgendeinem x-beliebigen Bekleidungsgeschäft oder zu einem Ammunition. Danach geht ihr hier zur Kassiererin hin und geht in eure gespeicherte Outfits, denn ihr braucht bereits zwei vorgespeicherte Outfits. Einmal ein Outfit mit einer Trainingsjacke drauf. Ich nehme in diesem Beispiel einfach mein World's Finest Gamer Standard Outfit und einmal ein Müllmann Outfit. Ich empfehle euch hier das Outfit mit dieser gelben Schutzweste dran. Ihr geht jetzt hin und zieht jetzt das Outfit von dem Müllmann an, und wenn ihr das gemacht habt, verlasst ihr einfach wieder das Menü. Dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü und geht in Accessoires rein und zieht euch wieder das Outfit mit der Trainingsjacke an. Habt ihr das dann gemacht, switcht ihr oben wieder nach rechts aufs Müllmann Outfit, aber zieht das Ganze nicht an. Geht dann runter auf Handschuhe und switcht die Handschuhe um, und euer Kumpel geht jetzt hin und ändert einfach die Outfits des VIPs um, und dann werdet ihr sehen, dass der VIP jetzt auch schon unsichtbare Arme hat. Jetzt geht euer Kumpel hin und switcht die Outfits einfach wieder auf eigene und boom, euer Müllmann-Outfit hat jetzt unsichtbare Arme. Jetzt müsst ihr nur noch hingehen und das ganze Outfit an der Kasse wieder abspeichern und boom, der ganze Glitch ist auch schon komplett fertig. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Mich würde es jetzt echt freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet. Ich hau euch auch unten noch in die Videobeschreibung ein Video rein, wie ihr das Müllmann-Outfit auch noch bekommen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.